Wer ist dein größter Zeitfresser und wer verschwendet die meiste deiner Zeit? Genau, deine Angst. Warum? Weil deine Angst existiert nur in deinem Kopf. Deine Angst ist entstanden durch Erfahrungen, durch Prägungen in Schule, Erziehung, Kindheit. Und die Angst hat aber nichts mit der Realität zu tun. Und egal, was du vorhast, wenn du merkst, du legst nicht los, irgendwas bremst dich, dann schau genau hin und frage dich, was steckt für eine Angst dahinter? Angst davor, dass es schief geht, Angst davor, dass es jemand blöd finden könnte, Angst davor, dass du Geld verlierst. Egal, was es ist, bleiben wir mal dabei, du hast Angst davor, dass es jemand blöd findet. Dann kannst du dich weiterfragen, okay, was passiert, wenn es jemand blöd findet? Okay, derjenige könnte dich auslachen oder derjenige könnte blöde Kommentare irgendwo hinterlassen. Okay, und dann fällst du tot um, kriegst du Pickel? Nein, es geht vorbei. Das heißt, die Angst, dass es jemand blöd findet, ist völlig unbegründet. Angst, dass du Geld verlierst. Schau genau hin. Wie viel Geld kannst du verlieren? Kannst du damit leben? Klar, du sollst jetzt nicht unbedingt für Millionen irgendwelche Kredite aufnehmen, die dich den Rest deines Lebens vielleicht verschulden. Aber ganz realistisch betrachtet ist es das oft auch gar nicht. Wir spinnen uns irgendwas zusammen, was sowieso am Ende nie eintritt. Es passieren tausend andere Dinge, aber nicht die, die wir uns ausgemalt haben. Und deswegen, auch wenn du Angst hast, Geld zu verlieren, prüfe und schau genau hin. Wie viel Geld kannst du schlimmstenfalls verlieren? Und ist es die Sache wert? Okay, vielleicht verlierst du eine Menge Geld und vielleicht wird das nächste halbe Jahr nicht einfach. Aber du kriegst das hin. Wir alle kriegen das immer hin. Und die Dinge passieren ja auch nicht auf einmal. Also wenn du nicht loslegst und vor einer Sache Angst hast, schau genau hin, was ist die Angst? Und dann begegne ihr. Und wenn du der Angst auf die Spur gekommen bist und siehst, okay, ist alles gar nicht so schlimm wie ausgemalt? Dann leg los, fang an. Viel Spaß!